Ja, Come Together, das ist der Titel eines interkulturellen Stadtfestes. Das findet am 18.09. statt, von 14 bis 20 Uhr in der Innenstadt. Frau Kamarianaki, was ist das für eine Veranstaltung? Das Ganze wird veranstaltet vom Integrationsrat der Stadt Herten, gefördert von Demokratie Leben. Und zwar soll das ein interkulturelles Stadtfest werden, wo Toleranz und multikulturelle Vielfalt hier in Herten zusammenkommt, mit viel Musik, Tanz, kulinarische Spezialitäten. Und wir freuen uns, dass die Hertner dann an dem Tag alle zu uns auf dem Marktplatz in Herten-Mitte dann kommen. Genau, und Sie haben schon gesagt, die Sonne wird scheinen, das haben Sie schon geregelt, ne? Ich habe das geregelt, genau. Ja, es geht natürlich um das Thema Integration. Selman, jetzt ist ja zusammen feiern und sich begegnen ein ganz wichtiger Punkt. Wie wichtig wird das für die Zukunft sein, zu schauen, dass wir in möglichst vielen Feldern der Kultur etwas gemeinsam machen? Das wird in dem Sinne sehr wichtig sein, dass wir das Gemeinsame, was wir in den Jahren, Jahrhunderten, auch für die Jahrzehnten, sage ich mal, hier in Herten aufgebaut haben, auch nach außen zeigen, mit den Menschen erleben. Nicht nur leben, sondern mit zusammen erleben. Das ist das Wichtigste, weil Menschen, wenn die zusammen feiern können, zusammen beten können, zusammen vielfältige Sachen machen können und mit ihren Kindern zusammen, dann wird das auch eine Stadt, eine gemeinsame Heimat für alle. Und das steckt auch dahinter, Come Together, der Name auch, dass sie zusammenkommen und wirklich Kultur, Tanz, Musik, aber auch, dass sie sich kennenlernen. Migranten-Selbstorganisationen sich vorstellen, Vereine sind da und sind auch alle willkommen. Das wird vielleicht ein erstes Mal, dann nächstes Mal, aber es soll ein Start für ein interkulturelles Fest sein, hier in unserer Stadt in Herten. Christian, es wird ja, also kritische Stimmen sagen, ja, dieses multikulturelle Feiern und das ist ja ganz schön und gut, aber die eigentlichen Themen, die ja beim Zusammenleben auch kontrovers sein können, die werden eher nicht angesprochen. Also meine Frage wäre, wo siehst du oder wo seht ihr auch Themen, die wir in Herten auch noch anpacken müssen und die möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle auch etwas kontrovers sind? Was könnten das für Themen sein? Was uns immer wieder Sorgen macht, ist, dass die Leute sich mit dieser interkulturellen Kompetenz noch nicht hingereichend befasst haben. Es geht um eine Grundhaltung, die das Fremde erstmal nicht ablehnt, sondern versucht zu verstehen, versucht kennenzulernen, um dann auch die Gemeinsamkeiten zu finden und aufeinander zuzugehen. Und da erleben wir noch oft so Geisteshaltungen von die sind so und wir sind so. Und das müssten wir dringend überwinden durch solche, vielleicht auch Schulungen in interkultureller Kompetenz. Ich bin ja viel bei Firmen auch unterwegs in Herten. Das ist dann wirklich sehr erstaunlich, wie viele, die in der Wirtschaft tätig sind, auch Familienunternehmen mit Migrationshintergrund sind. Wenn wir mal 20 Jahre nach vorne schauen, woran würden wir merken oder woran würdet ihr feststellen, dass Integration auf einem sehr guten Weg ist? Was ist in 20 Jahren möglicherweise weiterentwickelter als heute? Die politische Partizipation, dass sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, vielleicht danach gar nicht mehr Menschen mit Migrationshintergrund sind nach 20 Jahren, aber vielleicht Wurzeln mit Migration haben, in der Politik aktiv teilnehmen und auch partizipieren, sei es parteiisch oder auch andere Parteien technisch, das wäre wichtig. Und wirklich in den Schulen, dass die Menschen als Härtner wahrgenommen werden, als Härtner Bürger und nichts anderes. Dass jemand wirklich als Härtner Bürger angenommen wird, mit welcher Religion, mit welchem Glauben, mit welcher Kultur, auch mit welcher Richtung, egal in welchem Zustand er ist, in welchem, soll so angenommen werden. Das ist die Zukunft, glaube ich. Aber man muss auch Tacheles reden, wie du auch gesprochen hast. Manchmal muss man auch sagen, das passt nicht, das müssen wir besser machen, das dürfen wir nicht zweigleisig fahren oder wir müssen das verbessern. Auch gestern war es im Integrationsrat auch Thema Flüchtlinge. Da müssen wir anpacken, dass wir alle Flüchtlinge gleich behandeln und darauf auch denen die Möglichkeit geben, hier in Herten Fuß zu fassen. Unsere Willkommenskultur muss sich in der Verwaltung und auch in der Politik, aber auch in den Vereinen ein bisschen mehr öffnen. Ja. Was würden Sie sagen, was so für die nächsten 20 Jahre wichtig wäre, um zu sagen, in Herten hat Integration oder funktioniert Integration? Weiterhin Dialog, der ist ganz wichtig, um Vorurteile abzuschaffen und sobald man den anderen kennenlernt,
ist das dann auf einmal mein Freund und nicht jemand, den ich nicht kenne, und die ganzen Vorurteile werden dann abgebaut. Ja, Christiane, gibt es bei dir einen Gedanken? Gerade wo du Wirtschaft sagst, ich gehe davon aus, dass wir irgendwann auch unter den Geschäftsinhabenden, unter den Geschäftsführenden eine angemessene Zahl haben von Menschen mit Wurzeln in anderen Ländern, einfach weil sie hier aufgewachsen sind, hier durch die Schule, die Ausbildung gegangen sind und genauso gut Teil der Wirtschaft sein können wie alle anderen auch. Ja, es gibt noch viel zu tun. Aber wir sind auf einem guten Weg und dieses Fest am 18. ist eine schöne Gelegenheit, einen guten Schritt weiter auf ein gutes Zusammenleben hinzugehen. Und ich lade alle Härtnerinnen und Härtner zu diesem Fest ein. Dankeschön euch, die ihr das organisiert habt. Und dann wünschen wir uns für unsere weitere Arbeit alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.